Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP dran und wir fahren fort mit Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. In der letzten Episode haben wir es bis in den Wüstentempel geschafft und nun müssen wir mit unserem Gespür nach den Geistern suchen, die diese Fackeln hier gewünscht haben, damit wir da weiterkommen. Und das bedeutet natürlich wieder ganz viel Action. Haben wir das schon geholt? Nö, stimmt aber nicht, diese... Ja. Diese... Und zerstört. Das ist auch nicht. Naja, können wir die Truhe als Wolf öffnen? Das ist nicht ganz. Na, können wir. Oder? Nö, können wir nicht. Okay. Und die Dungeon Map. Die Dungeon Map. So. Ja, der Wüstentempel. Mal gucken, wie das dieses laufen wird. Ich weiß, damals als Autsch, das war der Bisse dumm. Als Kiddy. Und ich. Ja, ich erinnere mich nicht mehr an viel, aber ich weiß, die einen Gegner sind richtig doof. Okay. Also sonst hier noch irgendetwas von Inter. Das da ist von Interesse. Zum Wolf werden, da können wir es nämlich, glaube ich, durchbringen, oder? Jo. Nee, nicht durchbuddeln, da ist ein... ein geheimer Durchgang öffnet sich uns. So. Was ich cool an den, allen nachfolgenden Dungeons finde, ist, dass die Wolfsgestalt ein wichtiges Element daran ist. Das freut uns doch alle. Mich freut. Oh, ich kann mich eigentlich rübersuchen. Oh, nee, und da ist ein Herzteil! Wuhu! Schön. Oh. Die. Vielleicht hätte man sich deshalb drüber zoomen sollen. Okay, Geronimo, das schaffen wir. Komm schon. Hm. Komm, ist was da. Ding, komm. Oh. Puh. Knapp. Okay. Da, wo gehen wir jetzt zuerst durch? Das ist natürlich die Frage. Oben oder unten? Nehmen wir den unteren Weg. Ist ja ganz so. Ist eigentlich egal, in welcher Reihenfolge wir die Geister holen. Zum Wolf werden. Wir müssen einfach die Geister vernichten. So. Dann spawnen wir hier irgendwo. Nö, aber. Wir können das hier schieben in eine Richtung. Oder? Auch das Ganze so. Ja, ein schöner Dreh-Dungeon. Oh nein, die Gegner meinte ich. Hat das die? Ne, die sind fies schreien. Gegner? Bist du tot? Danke. Oh, ein roter Ruin. Schön. Oder waren das andere Gegner? Ich verwechsel die halt die einzelnen Zelda-Teile. Oh, kleiner Schissen. Schön. Wo ist der Geist? Ah, noch einmal. So. Und gehen wir da durch. Oder? Schieben. Nö, ist auch der Rückweg. Ach, da oben. Kann ich als Männchen? Das ist ja cool zu wissen. Das ist ein Weg mit... Nö, okay. Gut, hätten wir einen kleinen Schlüssel gefunden. Damit öffnet sich uns eine Tür. Ist doch schön. So, tut mir leid, dass die Folge heute ein bisschen spät drauf kommen wird. Aber so ist es nun mal manchmal. Ist man halt nicht da oder man nimmt erst relativ spät auf, als man nicht geht. Hoffentlich hört ihr die Wiimote nicht, wenn ich sie so nah an der Tür schwinge. Ich habe auch halt ein bisschen nettere Sitzposition. Hm. So. Okay. Das
Das sieht ein bisschen nach Sackgasse aus. Da oben sieht es aber noch mehr nach Sackgasse aus. Also geht's erst oben hin. Oh, ich muss unten richtig drehen. Ich hätte doch drauf hochkommen können. Ich würde jetzt diese Tür führt. Oh, der Teil. Stimmt, da war ja was. Okay, wisst ihr was, Leute? Wir werden zuerst den anderen Teil drücken. Da ist nämlich eine Sackgasse. Na komm. Ui, nix. Und das macht das Ganze viel einfacher. So. Ach ja, Wüstentempel. Das ist etwas Tolles. Wüst. So. Ich glaube, ich kann auch mit der Gestalt drehen, oder? Ja, kann ich. Sehr gut. Wäre auch sehr komisch, wenn nicht. Was haben wir dann noch? Jetzt muss ich von der anderen Seite da durchgucken. Um dieses Ding da zu sehen. Denn dann können wir... hier durch. Da hinten hatte doch ein Geist, oder? Wir sehen schon die Lichter. Nein, warte, wir müssen ja warten, bis er tangible ist. Na komm. Okay. Halt! Ist schon. Dann. Ach ja. Ich finde das so toll, wie das mit dem Gespür des Tieres, dass man dann Sachen sieht, die man halt als Mensch nicht sieht. Das ist so eine schöne Spielmechanik, Leute. Mann, oh Mann. Und ein weiteres Feuerchen ist frei. So. Geh, kleines Feuer. Geh deines Weges. Und ein kleines Herzchen. Und wir können jetzt den anderen Weg machen. Den längeren Weg. Und ich finde es cool, dass in dieser Gestalt niemand die Tür öffnet. Ach, das ist so. Super. Loslassen. Und zack. Ah. Okay, vielleicht ist er dann schon doch nicht so. Ich weiß, hier kriegen wir einen Item, das ich nicht so cool finde. Hm. Naja, wir werden sehen, ne? Das Feuerchen geht zurück. Noch zwei Geister. So. Ah, aber dann kommt es zu so einer coolen Cutscene und dann kommen wir noch zu weiteren coolen Gegenden. Wobei ich überhaupt nicht mehr weiß, welche Dungeons noch ganz genau sind. Also ein Dungeon weiß ich noch, das ist ziemlich cool. Mhm. Cool. Nein, wir werden ja sehen. Wir sollten uns auf diesen Wüstentempel konzentrieren. Deine wunderbare Architektur. So. Wisst ihr, was ich mal gerne sehen würde? Ein Wüstentempel, der nicht so ägyptisch inspiriert ist, sondern halt welchen einen ganz anderen Artstyle hat als, naja, sonstige Dinge. Weil es gibt ja so einen Joke von wegen, das ist die vier Videospiellevel. So Grasland, Ägypten, Unterwasser und Eiswüste. So. Wir kommen da hoch. Zack. Zack. Oh nein, nein, nein. Stimmt. Ich gibt's ja die Stacheldinger. Aber die tun uns nicht weh, oder? Was ist das Stachelding? Ja. Nicht da oben. Schieben. Zack, gibst du mir ein Herzchen? Ja. Und zurück zum Lichtgestalt. Ich muss das Ding hier wegziehen, damit ich da durchkomme. So. Und hier hinein, oder? Okay. Gut, das ist ein schöner Lichter.
Wie war das schon wieder? So kann ich den Kronleuchter noch umziehen, wenn ich da durchkomme. Ja. Gibt's hier nicht noch irgendwas Optionales? Hier hinten? Und ich muss mich relativ beeilen. Okay, gut. Gut zu wissen. Das sollte aber machbar sein. Glaube ich. Ah. Und Leute, wie geht's euch allen? So. Eine Kaffeedependenz ist nichts Gutes. Nur so viel. Wenn ihr so an die Uni geht. Oder sonst wie noch. Ich muss mich so gut sehen. Links, oder? War ich nicht noch irgendwas Optionales? Nö, was nicht. Ist ja doof. War das. Obwohl. Ja, ich komme da noch raus. Aber ich muss sagen, die halten ziemlich viel aus, wenn sie Master-Schwertschlitz tragen. Da ist wieder so ein Drehdings. So. Und zuerst holen wir uns diese Truhe, in der der Kompass ist. Der Kompass ist. Sehr schön. So, wir sind sowieso noch 800 Rubine sammeln, um dem Marumak zu helfen. Zack. Jetzt kommen wir hier zu einer Truhe. Ach, die Map. Besser. Ich schätze, waren das echt nicht die fiesen Typen, die so doof waren? Verwechsle ich die? Und ein kleiner Schlüssel. Sehr gut. Oh, damit können wir dann direkt da durch. Cool. Okay. Was wartet hier auf uns? Skelett-Typen. Das hätte ich aber gerne Mobben in die geworfen. Ich meine, klar, Mobben. Krasse Verschwendung. Aber früher als kleiner Stümpel hat man alles immer als so schwer empfunden. Und jetzt, ja. Ich hab das einfach. Aber das ist so, je länger man einer Tätigkeit nachgeht, desto besser wird man mit dieser Tätigkeit. Es ist genauso wie beim Schreiben oder Zeichnen oder. Doch, das waren die, das waren die, das waren die. Autsch. Nein, 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 nein. Komm schon. Step out of it. Schreien kann, damit keiner von denen schreien kann. Ah! Ich mag die Gegner nicht. Als Kitty hat sich über den Gegner voll erschrocken. Oh! So! Manu! Nein, mein Geld! Die geben schon Geld. Oh nö, unsere Geldbörse ist schon voll. Tio, die Geist. Manu. Wo ist er? Na gut. Wolfgestalt. Da unten ist er. Ist er durchgegangen? Und wir haben eine Tür aufgemacht. Hinter der... der Geist ist. Na komm. Zack. Und zack. Ah. Und Fangstoß. Ich muss sagen, in der Wolfsgestalt ist der Fangstoß einfach so ein wunderbarer Punk von wegen Wolfs, Fänge, Fangstoß. Ne? Steht hier? Ach, Panz.
Panzer sind toll. Wäre Link ein Bär, könnte ich noch viel mehr Panzer machen. Aber Panzer und Wolf? Hm. Da fällt mir schon echt nichts ein. So, noch ein Geist, den wir weiter klatschen. Was war das wieder? Gut, ich nehme die Truhe, in der Geld ist. Nur in Schüssen. Sehr gut. Und auf einmal wird es dunkel. Was zum... Ih! Gibt ja auch noch! Geisterratten! Das war schon auf Mittag. Gesehen, dass die Baller... Ah, hinten was ist das? Puh! Yay, ein blauer Rubin! Unsere Geldbörse ist voll. Auch wenn wir die Tante finden, könnte ich eigentlich schnell aus dem Dungeon düsen. Mich irgendwo hinporten und dann könnten wir sofort zurück. Öffnen! Ja, weil die Tante hat ihren Enkel dabei, ne? Ach, wir sind wieder hier! Okay, sehr gut. Könnt ihr zum Beispiel einfach nach Kakariko porten, dann könnt uns der Kleine wieder zurück in den Dungeon-Part porten, in dem wir damals waren. Ich frage mich, wo die Tante ist. Eigentlich hätten wir sie schon längst treffen müssen. Habe ich sie einfach übersehen? Okay, hat sie irgendwie etwas Spezielles hier. Schon, ne? Und da schieben wir einfach dorthin. Ach ja. Oh. Da ist aber jetzt Geld drin, oder? Oh, ein roter Rubin. Yay. Keine Platz mehr. Schön. Ach ja. Limited Inventory. Wer mag das nicht? Obwohl limitierte Geldbörsen sind auch schlimmer als Limited Inventory. Okay, jetzt komme ich hier auch weiter. Sehr gut. Ich frage mich, ob in diesem Raum nicht zufällig die Tante ist. Die ist nicht relativ früh da. Vorsichtig. Vielleicht nehme ich einen Töpfen. Nö. Vielleicht da? Link? Was zum? Was war das denn jetzt? Ansonsten gehen wir halt weiter und sammeln kein Geld ein. Oh, warum sind wieder so viele Sachen hier? Nö, die Tante war nicht. Na gut. Gut, gut. Dann gehen wir halt weiter. So, je nachdem wie flott wir sind, könnte die Tante schon in der nächsten Episode oder der übernächsten. Na gut. Wow. Kollege. Ah, verstehe schon. Mal ein bisschen weiter schieben. Damit wir das Ding da auch überziehen können. Klick. Und zack. So. War das eigentlich hier mit den Feuerwässern und so? Oder war das überhaupt? Nee, wir müssen darüber springen. Aua. War das eine Truhe? Die Truhe. Da wieder Geld drin ist. Schlüssel. Ach, Geld. Das tut mein Herzen weh. Oh Mann. Okay, so ist das Mensch hier gelaufen. Können wir uns auch vielleicht Dings. So, aber Leute, ich würde sagen, das war's vorerst für heute. ja, wir können los zur Rampe hin. So.
Hoffentlich hat sich jedenfalls gefallen. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Der Wüstentempel ist bisher nicht so schlimm, was macht mein Nachbar da oben? Wie vermutet. Nein, du! Okay, gut. Wir machen es in der nächsten Episode, weil das Ding hier sich denkt, oh, ich bin so lustig. Also, bis zum nächsten Mal. Halt die Ohren steif. Ciao.